Im Alfred-Brehm-Haus des Berliner Tierparks gibt es zwei große Felsenanlagen. Eine davon bewohnt die sibirische Tigermama Aurora mit ihren Vierlingen. Na, habt ihr euch schon zur Ruhe gelegt? Faule Bande. Ah. Hab euch was mitgebracht. Die sind jetzt natürlich schon schön gewachsen hier, die Burschen. Fühlen sich auf dieser großen Anlage natürlich wohl. Und jetzt ist hier halt wieder Wasser drin und die baden also unheimlich gern, wenn sie halt munter sind. Aber wie es halt bei Katzen so ist, da ist ja die Spielphase immer nur so ein kleines Stückchen am Tage und die meiste Zeit liegen sie halt und schlafen und ruhen. Und das haben wir hier halt bei den Tigern genauso. Selbst bei den Jungtieren, die jetzt ja doch immer älter werden, merkt man schon, dass sie eben keine Halbjährigen mehr sind, sondern eben jetzt schon bald ein Jahr. Der kleine Kater heißt Artyom und seine drei Schwestern Alexa, Amura und Amber. Mauschen, pass auf. Ach, du ahnst es nicht. Ja, nun ist Mutter natürlich die Erste. Was für ein schöner Anblick. 5 gesunde Amur-Tiger. Das ist ja hier auch Sinn und Zweck der Sache, dass die eben nicht nur einfach auf ihren Anlagen liegen, sondern dass sie eben von uns zwischendurch immer mal angereizt werden, sich zu bewegen und eben ihren Spaß zu haben. Wasserscheu sind Tiger nicht. Sie sind sogar sehr gute Schwimmer. Doch für dieses Holzspielzeug braucht es nicht den vollen Einsatz. Nur die Mutter. Oh, so habt ihr gesehen, wie es geht? Das war jetzt eine gute Vorführung. Mutter macht die Beute und dann gibt sie ab, ne? Also so würde sie jetzt im Prinzip mit der Beute auch machen. Aber wenn die Kinder eben haben wollen, dann legt sie sofort hin. So, das werden wir mal ein bisschen weiter hier. Na, du holst dir. Freiwillige vor. Komm her. Super, ganz prima. Alexa traut sich. Prima gemacht. Nur rett es. Ja. Ja, da ist es. Ja, jetzt musst du schwimmen natürlich, ne? Nase hoch. Dadurch, dass die Aurora eben so eine genetisch ganz, ganz wertvolle Katze ist, ist dieser Wurf natürlich ganz hochwertig für die Zucht in Europa. Und deswegen sind wir natürlich doppelt so froh, dass die so gesund groß werden. Es wird dann irgendwann sicherlich auch die Zeit kommen, wo wir uns verabschieden müssen. Aber das ist ganz normal. Und ich meine, weil sie auch so wertvoll sind, freuen wir uns natürlich, wenn die in andere Zoos gehen und da dann für die Zucht weitersorgen. Denn draußen in freier Wildbahn hat der sibirische Tiger, muss man leider eben sagen, durch uns Menschen immer weniger die Chance. So, na bitte. An Land. Und nun hat doch diejenige, die es sich auch wirklich verdient hat. Und Artyom, der kann ja mit dem anderen spielen. In freier Wildbahn leben nur noch ungefähr 530 Tiere. Die Art ist stark gefährdet. So, ihr Mäuse, ihr könnt noch ein bisschen hier Quatsch machen und ich gehe wieder etwas tun, ne? So, viel Spaß. Ja, Mausekater, hast du fein gemacht, ne? Ja. Im Berliner Zoo steht ein baldiger Abschied an. Okapi Bulle Steve verlässt die Hauptstadt. Ah, hallo Steve. Hallo. Na, Transportkandidat.
Ja. Gut. Und alles fit bei ihm? Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Gut. Ja, morgen mal gucken, dass alles glatt geht. Hoffen, dass das gut klappt. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass ein OKP hier transportiert wird. Nee, ach, wir haben ihn ja dran gewöhnt, dass er über den Gang laufen kann. Ja. Der ist ja bis zur Waage gelaufen, und draufgegangen ist er nie. Mhm. Ja, also das haben wir nicht geschafft. Ja, bei dem Neuen, der dann kommt, soll es ja wohl so sein, dass der auf die Waage geht. Also zumindest in Lissabon hat das gut gemacht. Ja. Und müssen wir mal gucken, dass wir das hier auch beibehalten. Der Berliner geht, ein Portugiese kommt. Lieber mein Schöner. Ja, man sieht ja, der sieht richtig gut aus. Ja. Schönes Fell, gut genährt, nicht? Ja, stimmt. Ne? Alles gut? Ja, nicht? Ja, feiner Junge. Hm? Der Tausch geschieht im Rahmen des europäischen Erhaltungszuchtprogrammes. Dann hat er ja erstmal eine lange Fahrt vor sich. Ja, wie lange fahren die? Na, das werden fast 2 Tage sein, wenn er unterwegs ist. Okay. Aber dafür kommt er schön ins Warme. Ja. Na, Lissabon ist warm. Ach, denk mal, da wird er sich wohlfühlen. Also von den Temperaturen her bestimmt. Ja, das glaube ich auch. Also seine Zuchtqualitäten hat er ja auf jeden Fall schon bewiesen hier bei uns. Ja. So, seine Tochter noch hier, die da ist. Und die Tochter Bashira soll gerne Nachwuchs bekommen. Nur eben nicht von ihrem Vater Steve. Wenn wir den Neuen dann haben, sozusagen, dann soll er dann auch mit der Bashira, die wir jetzt noch haben, weiterzüchten. Das ging ja mit denen jetzt nicht. Und deshalb wird das im Rahmen des Zuchtprogramms dann ausgetauscht, das Männchen. Naja, irgendwie bin ich ein bisschen traurig, weil er war ja nur noch eine gewisse Zeit bei uns, hat für Nachwuchs gesorgt. Und da wünschte man sich natürlich, dass er bleibt. Aber er ist ja nun nicht der erste Bulle, der uns verlässt. Nicht? Also wir hatten ja schon ein paar andere, die auch alle weitergereist sind. Naja, und dann kommt halt ein Neuer und dann muss der sich an uns gewöhnen und wir uns an ihn. Und dann werden wir mal sehen, was wir für ein Training bei ihm da so anwenden können, was der überhaupt kann. Und ja, also immer wieder was Neues, immer wieder neue Herausforderungen. Gut. Im Aquarium des Berliner Zoos tummeln sich zahlreiche Süß- und Salzwasserfische, Reptilien, Amphibien und Insekten. Und alle Bewohner haben Hunger. So, Dienstagmorgen, das Haar sitzt, die erste Futterrunde steht an. Das heißt, wir werden jetzt hier ein Becken nach dem anderen durchfüttern. Anfangen werden wir mit unseren Korallenwelsen. Diese Korallenwelse haben wir jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr in unserem Becken. Allerdings in 2 Gruppen. Wir hatten mit einem leichten Versatz noch mal eine Gruppe nachgesetzt, um unseren Besuchern zu zeigen, was ein Schwarmverhalten ausmacht oder wie sich es darstellt. Die orientieren sich am Boden, sind also eher bodenlebende Fische. Welse obendrein, was im Seewasser eher selten der Fall ist. Und diese Jungtiere bewegen sich in einem Riesenschwarm walzenförmig oder kugelförmig über den Sandboden. Das verwirrt den möglichen Angreifer, weil Raubfische müssen sich immer ein Opfer, sag ich mal, raussuchen. Das gelingt ihnen natürlich nicht, wenn so eine ständig sich bewegende Kugel über den Meeresboden wandert. Die weißen Streifen sind typisch für Jungfische. Bei erwachsenen Tieren sind sie kaum noch zu sehen. Es ist toll, was da für eine Dynamik drin steckt, wenn die hier durchs Becken wandern. Wobei dieses Schwarmverhalten mit zunehmendem Alter nachlässt. Alttiere sind oftmals eher doch Solisten. Aber in der Größe, wie wir sie jetzt hier noch haben, ist dieses Schwarmverhalten eindeutig ausgeprägt oder sehr ausgeprägt und lässt sich wunderbar jeden Tag beobachten. Wir haben hier eine kleine Zusammenstellung unserer Futtersorten. Garnelen, Krill, kleingeschnittener Fisch, kleiner Krill, ganze Fische für die etwas größeren Tiere. Hier jetzt bei den Korallenwelsen und den Lippfischen, die hier auch noch mit rumschwimmen, wäre kleines Futter angesagt, also der Krill. Aber auch, da die Lippfische auch größere Futterpartikel klein schlagen können, kommt das auch noch mit rein. Ein paar Exemplare der Korallenwelse sind ja auch schon ein bisschen größer, haben auch nicht ein großes Maul. Da kann man also diesen klein geschnittenen Fisch auch noch mit reingeben. Der Moment, in dem sich der Schwarm auflöst. Die Fütterung beginnt.
Abschied im Tierpark mit einer Riesenaktion. 10 Vikunjas werden eingefangen und für den Transport in die USA vorbereitet. Die Tiere stammen aus verschiedenen europäischen Zoos und wurden hier in Berlin gesammelt. 3 Jahre wurde die Aktion vorbereitet. Endlich ist es soweit. Heute wird allen Tieren Blut abgenommen und sie kommen in Quarantäne. Machen wir mal nach raus, die. Dann fahren wir in Quarantäne, laden die aus und dann fahren wir mit dem wird das Lama aus. Ja. Und wir bereiten schon für jedes Tier alles vor, damit wir nachher ein bisschen zügiger arbeiten können. Ja, das ist ja eine relative heikle Geschichte. Die Vikunjas, denen darf ja nichts passieren dabei. Und, wir müssen die greifen und die müssen auch stillhalten, damit der Tierarzt in Ruhe das Blut abnehmen kann. Und wir wollen natürlich nicht, dass den Vikunjas was dabei passiert. Und in dem Fall ist es ja hier so, dass wir ein größeres Gehege haben und die Verletzungsgefahr natürlich dementsprechend größer sind mit mehr Leuten. Das Tier einzukesseln ist einfacher, als wenn da nur 2 Leute rennen. Dann kann es halt durchrutschen und wir wollen es im Prinzip gleich beim ersten Mal greifen und dann festhalten. Kisten, Tiere und Helfer. Alles da. Es kann losgehen. Die zoologischen Einrichtungen in den USA brauchen für eine erfolgreiche Nachzucht neue Tiere. Welche Seite wollen Sie ran? Links? Ja, beides. Ich muss den Chip abnehmen und die Seite. Zuerst muss der Chip gefunden werden, der Personalausweis des Tieres, um jedes zu identifizieren. So, erstmal ein bisschen den Kopf hoch, ne? Jo. Festhalten. Staut er noch? Die Blutproben werden zeigen, ob die Tiere gesund sind. Wer krank ist, darf nicht über den großen Teich fliegen. Jetzt schön still halten. Alles fertig? Ja. Gut, dann die Stricklose machen. Steht die Kiste draußen bereit? Ja. Alles fertig. Wer fertig ist, kommt in die Kiste und dann bis zum endgültigen Abtransport in einen Quarantänestall. Also jetzt fahren wir erst noch an eine andere Stelle, wo andere Vikunjas noch sind. Und dann fahren wir in die Quarantäne, wo sie jetzt in der Quarantänezeit absitzen werden. Das war Nummer 1 von 10 in 3 unterschiedlichen Gehegen. Im Alfred-Brehm-Haus leben die Sudan-geparden Brüder Rufa und Juba. Sie genießen die Ruhe. Die beiden ahnen nicht, dass es damit gleich vorbei ist. Ihre Tierpflegerinnen haben etwas vor. So, auf zum Wurftraining? Jawohl. Es muss alles geübt werden. Bevor wir uns planen. Ja, na klar. Ich würde mich ja auch mal interessieren, wie weit wir damit kommen. Ja, eben. Vielleicht funktioniert es ja mit bis auf die Anlage. Ja. Das klingt nach Beschäftigung. So. Die hätten die Honigdachse auch gerne. Aber die sind heute nicht dran. Hallo, ja. Hallo. Ja. Ey, der Toni. Ja. Dann lass uns das hinter den Kulissen üben. Ah ja, besser ist. Wollen wir machen? So, hier? Freies Schussfeld? Ja. Okay. Fort in die Ecke. So, also ich habe soweit, ich habe keinen Hund, ich habe also 0 Erfahrung, aber ich vermute mal einfach und dann löst Richtig. Er sich ja irgendwie aus dieser Richtig. Kelle, ja? Ja. Aha. Aber du musst bedenken, der Ball ist schwerer wie so ein. Ja, ja, na klar, deswegen soll ich erstmal mit dem Ball üben? Probier mal mit dem Ball. Schande doch. Also, ich nehme mir jetzt vor, dieses eine Blatt da an diesem Baum zu treffen. Passt auf. Oh, das Ding funktioniert.
Ich war für meine Hunde Futter kaufen und Leckerlis und habe das als Geschenk dazu bekommen. Und kurioserweise haben wir uns am Tag vorher darüber unterhalten, was wir machen könnten, um die Tiere zu bespaßen am Wochenende. Und da fiel mir so eine Wurfkelle ein. Und dann kriege ich die geschenkt und die habe ich natürlich gleich mitgenommen für Angelika und habe gesagt, guck mal, was ich für dich habe. Und jetzt müssen wir aber damit üben, weil so ein Ball ist etwas schwerer wie ein Futtertier, dass wir uns da nicht blamieren, wenn wir am Wochenende wirklich die Tiere versuchen, damit zu bespaßen. Naja, und wenn dann alles nur im Wasserbecken landet oder bei den Besuchern, ist natürlich auch blöd. Also üben wir lieber hier, hinter den Kulissen. Was keiner sieht. Ja. Blamabel, blamabel. So, das ist jetzt also, da hinten sitzt Tragan. Nee, das war zu schwach. Das geht nicht. Du musst dann über den Graben. Die sich wieder blöd an die Frauen. Über den Graben. Yeah. Aha, der war gut, oder? Ob eine verbesserte Wurftechnik die Gepardenbrüder begeistern wird? Und jetzt? Geparden. Wollen wir einen Test machen schon? Trauen wir uns, ja. Klar. Gut. Na gut, dann gehen wir jetzt die Geparden füttern. Noch sind sie völlig entspannt. Ein weiterer Abschied im Zoo. Ein Antilopenmännchen wird Berlin verlassen. Der zweijährige Bongo-Bock Murani, auch er, wird nach Lissabon umziehen. Na, Großer? Unser Schöner, nicht? Ja, feiner hallo, Junge. Mann. Hallo. Ich? Ja, hallo. So ein Schöner. Och. Ja. Ja, eigentlich ist das ein Kuscheltier, nicht? Ja. Oh, also das ist ein richtig schöner Bongo-Bock. Ja. Ja. Das ist auch echt, ist schön gewachsen. Auch die Hörner sind ganz gerade. Können wir guten Gewissens abgeben. Ein schönes Tier. Der ist uns auch so ein bisschen ans Herz gewachsen. Ja, das glaube ich. So ein lieber Netter. Nicht, da werden die sich richtig freuen. Ja. Ja, da ist schön. Nicht, da kommst du nicht ran. Ja. Naja, aber auch für die Bongos gibt es ja ein Zuchtprogramm. Und auch da müssen wir uns dran halten und Tiere dann eben abgeben. Und das ist ja auch Baller. Ist ja auch schön, wenn wir jetzt ein Weibchen bekommen und dann wieder hier weiter züchten können. Bongos gelten als scheu und schreckhaft, eigentlich. Kuschelbongo. Wir haben ja jetzt auch noch einen Bruder, einen ganz kleinen noch, und der ist genauso kuschelig, also der wird genauso wie er. Dass ein Bongo tatsächlich auch so zutraulich ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Also ich kenne Bongos auch ganz anders aus anderen Zoos, wo man nicht mal husten darf, weil die sonst gleich in die Gitter springen und total panisch reagieren. Und das ist hier in Berlin schon was Besonderes, dass man auch in die Innenstallung so reingehen kann oder hier auch eben aufs Vorgehege. Dass wir stehen jetzt hier mit ein paar Leuten zusammen auf dem Vorgehege, was ja ein begrenzter Raum ist. Und ich denke, in manch anderem Zoo würde jetzt schon das Bongo im Zaun hängen oder angreifen oder was auch immer. Also das ist wirklich schon speziell, dass Thomas und seine Mannschaft hier mit den Tieren machen. Ja, Antilopen liegen mir halt. Doch, hast du mich erschreckt, Mensch. Stehst du plötzlich neben mir, ne? Die können dann auch sehr schön an die Wand drücken. Mhm. Aber machen die nicht. Unsere sind lieb. Kuschelbongo. Ja, sehen uns ja morgen früh noch mal. Wenn wir morgen weitersehen. Genau. Mhm. Hoffen wir, dass da alles gut geht, ne, Dicker? Ja. Ach, das wird schon. Dann sorgt man fleißig für Nachwuchs in Lissabon. Vielleicht wird Murani das Kuschelgen ja vererben. Die einen gehen, die anderen kommen. Neu im Tierpark sind die Moschustiere. Gut getarnt und bewegungslos sitzen sie in ihren Sandkohlen. René Walter hat ein paar dieser Paarhufer aus Sibirien in seinem Revier. Ivan und Natascha. So, Leckerli-Zeit. Moschustiere sind sehr scheu. Sie wollen keine Annäherung durch Menschen. Schau her.
Ich sehe dich, auch wenn du getarnt bist. Aber das Besondere ist eben, diesen Tierchen, auch das Männchen, sieht aus wie ein Hirsch, hört aber nicht den Hirschen. Das ist eine eigene Familie, vermutet man. Aber das Schöne sind die Eckzähne an diesem Tier. Die wirken bedrohlich, aber die sind in dem Falle nicht für uns gefährlich. Also hier hoffen wir nun, dass die beiden gut harmonieren. Die liegen zwar immer auseinander, weil sie eigentlich Einzelgänger sind. Und bin dann relativ stolz, dass wir die jetzt gekriegt haben. Sie sind wirklich sehr selten, wie seinerzeit die Tarkine. Die Tarkine vermehren sich inzwischen erfolgreich. Die Moschustiere werden das hoffentlich auch tun. Moschustiere ist nämlich das Tier, nicht der Moschusochse, sondern Moschustiere, wo dieser berühmte Duft, wo die Männer verrückt werden oder die Frauen, weiß ja nicht wer. Die Männchen, die haben so eine Drüse hier am Bauch und die sie überall verschmieren und jetzt soll eben so anregend sein. Ich selbst habe hier noch nie was gerochen, dass ich unruhig werde, aber das stammt eben von dem Moschustier, nicht vom Moschusochsen. Das darf man nicht verwechseln. Gerade weil man denkt, das ist so anregend, werden die gut gewildert dort. Und es ist nur schwer, diese zu zählen, da wo sie herkommen, in Sibirien. Der Bestand ist auf alle Fälle abnehmend. Natascha, wo bist du denn? Oi, oi, oi. Das ist übrigens einer ihrer Lieblingsplätze. Das ist die beste Präsentation, die man sich denken kann für Besucher. Und Natascha behält den Überblick. Du bist ja heute ruhig. Schön. Bleib cool. Ich bin's auch. Eigentlich bist du bildhübsch. Doch. Komm mal hier. Die Hübsche muss jetzt nur noch ein wenig Hopsala. Zutraulicher werden. Im Aquarium läuft immer noch die große Futterrunde. Reviertierpfleger Christian Heller ist bei den australischen Gewässern angekommen. So, jetzt versorgen wir die Fische, die sich in diesem Becken hier befinden. Schwerpunktbesatz sind Borstenzahn-Doktorfische. Die Borstenzahn-Doktorfische sind die etwas dezenteren im Hintergrund mit dem orangen Flossensäumen. Sind eigentlich auch oder bilden Fressgemeinschaften. Riesengroße Schwärme gehen da danach aber oftmals auch wieder auseinander. Und das machen wir uns zunutze, dass diese Tiere also auch im Schwarm zu halten sind. Zum einen können wir wieder eigentlich schöne, wenn der auch nicht gerade plakativ bunt ist, aber trotzdem ein sehr sympathischer Fisch ist, zeigen. Und zum anderen haben wir einen Vorteil dadurch, weil wir sie als Algenfresser einsetzen. Das heißt, sie sind den ganzen Tag in dem Becken unterwegs und nagen die Algen, die auf der Dekoration, auf den Steinen wachsen, wieder ab. Ansonsten haben wir hier noch einen ganz speziellen, diesen Trompetenfisch. Den haben wir jetzt auch vor einigen Wochen hier reingesetzt. Den hatten wir vorher in einem kleineren Becken. Wir wollten aber, dass er sich etwas wohler fühlt noch und Platz zum Wachsen hat, weil die werden relativ groß, also der kann schon noch einen Meter werden. Trompetenfische sind tagaktive Raubfische. Im Freiwasser stehen sie bewegungslos und senkrecht zwischen Seegras und warten auf Beute. Hier ist das nicht nötig. Das Futter kommt maulgerecht ins Wasser. Das Buffet bietet jedem das, was er braucht. Auch im Berliner Tierpark dreht sich alles ums Fressen. Die Gepardenbrüder Rufa und Juba bekommen gleich fliegendes Futter. Ey, guck mal, der Rufi. Da ist er flott. Ja. Flott zu Fuße. Hast du jetzt Angst gehabt, dass wir jetzt sehen oder was? Pass auf. Juba. Jetzt kriegt er nicht mehr her. Pass auf. Jetzt geht's los. Oh. Ach,
hier los? Der Kira. Wow. Hä? Eins ist noch meins, ja? Ich versuche jetzt mal in die Richtung zu gehen, damit sie rennen müssen. Aber jetzt sind sie zumindest aufmerksam. Pass auf! Jetzt, Achtung! Hä? Na, das haben wir aber schon mal schneller gesehen beim Geparden, wa? Eigentlich können Geparde bis zu 110 km/h erreichen. War da was? Eieiei. Wo ist es? Ja, wenn man gleich gerannt wäre. Ja. Aber? Ja, da muss es liegen. Hä? Wie jetzt? Das wäre im Jaguar nicht passiert, du. Ufa! Pass auf! Ach! Aber Begeisterung sieht anders aus, hä? Ja, das ist die Schnelligkeit der Geparden. Aber meins frisst dann. Also erstmal, wir sind hier schon mal oben rübergekommen und auch ein Stück ins Gehege und teilweise sogar ziemlich weit. Und nicht im Zaun hängen geblieben. Genau. Und die Geparden kapieren das schon noch? War das schön. Ja, was? Dann musst du nicht heulen, geh suchen. Da liegen noch genug. Ja, Beschwerde an uns. Das ist ja nur noch die Krönung, wa? Juba, also wenn ihr clever seid, ist wie Ostern jetzt mal. Ja, ja, genau, geht gucken. Ach Gott, die sind einmal so schön, ja. Die erste Fütterung mit der lila Wurfkelle war ein passabler Anfang. Ein Stück weiter wird immer noch der Transport der Vicuñas in die USA vorbereitet. Das ist eins der drei Berliner Tiere, die auf die Reise gehen sollen. In die USA einreisen dürfen nur gesunde Tiere. Deshalb werden sie akribisch auf bestimmte Krankheiten getestet. Ja, lass erst mal ein bisschen zappeln, dass er die Vorderbeine richtig. Rechte Auge. Festhalten. Das ist ein Test gegen Tuberkulose, also ob das Tier Tuberkulose hat oder nicht. Okay, das ist der TB-Test. Also wenn das wird jetzt nach 3 Tagen kontrolliert, wenn es dick wird, ist es positiv, das wäre ganz schlecht. Und im besten Falle passiert überhaupt nichts und das ist das Allerbeste. So. Na, das ist gut. Chip ablesen. Christian, wolltest du Chip ablesen? Auch der Chip muss wieder gesucht werden. Wer ist das hier? Ohne Kanüle? Und? Ja, sicher. Das ist das Eugen. 92. Nehmen wir mal. Auf der Seite. Ist gut. Schneiden wir mal ein bisschen von deinem schönen Teil. 3 Tiere sind in der Tat aus unserem Bestand und die anderen 7 sind aus ganz verschiedenen europäischen Zoos hierher gekommen, um hier im Tierpark die Exportquarantäne zu machen oder die Vorexportquarantäne sozusagen. Sie machen in den USA dann nochmal eine richtige oder eine zweite Quarantäne beim Eintreffen. Wo sind meine Helferinnen? Nicht ich auf den Zug. Hier, Röhrchen. Ja. Schon halt fest. Mhm. Ihr gebt mir dazu, ne? Aber die müssen ja jetzt in der Quarantäne bleiben, 4 Wochen. Und zum Ende der Quarantäne müssen sie noch mal untersucht werden. Ob sie sich während der Zeit vielleicht noch irgendeine Krankheit manifestiert oder dass man das später erst nachweisen kann. Es wird der erste Huftiertransport aus Europa in die USA seit 20 Jahren. Eine sehr aufwendige Aktion, die wichtig ist für den weltweiten Vicuña-Bestand. Die Wildpferde im Tierpark sind ziemlich wild. Hier gilt für die Pfleger nur gucken, nicht anfassen. Für Azubi Franziska Damasch gilt das nicht. Komm her, Großer. Ja. In der Regel sind die total scheu, so wie die Zebras oder eben halt Wildtiere. Hallo, mein Großer. Nicht schlecht, der Hengst kommt schon mal gut. Aber die Stuten, die zögern noch. Herr Großer. Wo ist Verena?
Verena ist da hinten. Kommt auch noch. Ah, die rangniedrigste. Ja. Verena ist noch nicht lange im Tierpark. Alles gut, Mike. Hengst? Oh, der Hengst, großer. Franziska. Ja. Verena. Komm her, Maus. Komm schon. Schließlich kann auch sie der Verlockung nicht widerstehen. Moorrübe. Mike. Ich glaube, Pferde und Mädchen, das passt eben besser. Die haben immer ein Händchen für sowas. Es ist aber auch immer wichtig, dass wir eine Kollegin haben oder einen Kollegen, die Tiere so rankommen können. Und kann gewisse Dinge dann klären. Angenommen, da ist eine Bisswunde, die vom Fliegen befallen ist, dann kann sie da im Puder rauf tun, ohne dass der Tierarzt das Tier narkotisieren muss oder so. Das ist immer, deswegen ist es immer gar nicht so schlecht. Hört auf. Ich arbeite seit 10, 12 Jahren mit Pferden. Ich bilde junge Pferde aus und ja. Auf dem Ponyhof, ja? Naja, Ponyhof, ja. Sind Ponys. Komm mit, Falk. Guck mal, guck mal. Hast du noch was? Ja, ja. Ist gut. Der ist ein bisschen frech, ne? Ja, ja. Der ist gerade so in einer Phase, wo er sich austestet. Alles gut. Spatz, du kannst warten. Nee, du kannst nicht. Ja, du kannst warten. Ich bin ein Wildtier. Man kann es halt nicht immer einschätzen. Sie sind oftmals, die Übersprungshandlung ist das ja einfach doch mal die Ohren anlegen und versuchen anzugreifen. Das macht Walk, der Hengst ja auch ab und zu, dass dann so kommt und sagt, na, geht es nicht noch ein bisschen schneller? Weil es ist dann für ihn ein Spiel sozusagen, wenn ich die Ohren anlege und sie wegjage, bin ich der Chef. Aber das ist er hier nicht. Richtig, Franziska. Das siehst du gut. Nicht, dass er dich haut. Nein, nein. Das macht er nicht. Sagst du so? Nee, davor hat er wirklich zu viel Angst. Wenn ich mich einmal groß mache, rennt der weg. Ja? Ja. Muss ich ja einen schön groß machen. Reicht doch einfach so. Dann geht er. Okay. Willst du auch mal draufkommen? Nee, das hat keinen Sinn. Das weiß ich. Die Fütterung im Aquarium dauert an. Bei so vielen gierigen Fischmäulern dauert es eben etwas länger. So, als nächstes werden wir hier unser Mittelmeerbecken füttern. Kommt auch eine bunte Mischung rein. Wir haben auch eine bunte Mischung an Fischen hier drin, auf die ich besonders hinweisen möchte. Zum einen sind wir ja vor 2 Jahren an der Nordsee gewesen und hatten das Glück, dass wir uns 1-2 Fischchen mitbringen konnten. Ja, und die Seezunge, die wir da mitbekommen haben oder gefangen haben, die haben wir jetzt hier in dieses Mittelmeerbecken überführt. Da fragt man sich, na nun, Nordsee, Fangfahrt, Mittelmeerbecken, ist gar kein Drama, weil das Verbreitungsgebiet der Seezunge so groß ist, dass die auch im Mittelmeer vorkommen. Und die hat hier also einen ganz hervorragenden Bodengrund, an den sie sich auch farblich anpassen kann. Gefüttert wird hinter den Kulissen. Das Angebot ist vielfältig. Also hier müssen wir mehrere Größen auf einmal reingeben des Beckens. Das heißt also kleinen Grill, großen Grill, ein paar Garnelen. Weil die auch unterschiedlich große Mäuler haben, die Fische, die hier drin sind, auch unterschiedlich schnell schwimmen und fressen. Und wenn da so mehrere Sachen auf einmal reinkommen, dann verteilt sich der Druck ein bisschen. Und somit kann jeder an verschiedenen Stellen was fressen, weil hier die Strömung des Futter auch verteilt. Jeder schnappt sich, was er will und kann. Also jetzt kann man auch ein bisschen sehen, dass es auch unterschiedliche Charaktere hier sind. Ich sehe gerade, dass die Seezunge hinten ganz langsam mit ihren Flossensäumen sich über den Boden arbeitet und immer mal wieder ein bisschen was von dem Futter, was auf dem Boden liegen geblieben ist, wegfrisst. Das heißt, die sucht sich das ganz genau aus, kann sich jetzt auswählen, ob sie Krill haben will, also großen Krill, oder die Krabben. Hier ist übrigens auch noch ein lustiger Geselle unterwegs, ein kleiner Einsiedlerkrebs, der eigentlich auch selten zu sehen ist. Und der macht jetzt im Grunde genommen das, wofür er auch eingestellt wurde. Der sammelt langsam aber sicher die Futterreste ein und ernährt sich dann davon.
Schutzkommando auf 5 Beinpaaren sozusagen. Auf der Anlage der Mischmietakine hat es Zuwachs gegeben. Gleich 4 Kälber wurden hier innerhalb von 12 Tagen geboren. Ich will dir mal die Kinder zeigen. Oh, unsere Babys schlafen. Ich sehe gerade ihren Popo. Wie siehst du wieder die Kindergartenbildung? Ja. Ne? Die kleben immer zusammen. Macht der eine Wanderung Richtung Teich, macht der andere damit. Bei so viel Nachwuchs braucht auch ein Reviertierpfleger eine Gedankenstütze. Wie schreibt man mal gerne so was auf? Hier, ohne Blässe ist die Miriam. Ja. Dann gibt es eine zweiteilte Blässe. Mhm. Das ist der Dani. Mhm. Genau, das ist der erste Bulle, der gekommen ist. Na, also. Und dann haben wir noch die Bianca und die Claire. René Walter legt Wert darauf, dass hier jedes Tier einen Namen hat. Es ist immer wichtig, dass du dann immer wieder übst mit dir. Ach, das war jetzt der. Deswegen gibt es immer den Schmulzettel. Bei über 100 Tieren ist das schon nicht schlecht, wenn man sie merkt. Ja. Und dann gibt es die und den Anhaltspunkt und dann wächst man auch mit. Das ist nämlich vom großen Vorteil der schon erwähnte Kindergarten. Dann finden die sich, die sehen sich schon, wenn er neugeboren ist schon am zweiten Tag finden die sich und dann legen die sich beieinander ab. Also das ist schon gut. Und vor allen Dingen das Interessante ist, dass diese Halbwüchsen, die zeigen ihnen, wie das Leben hier so abläuft. Die kleines Kind könnte es nicht alleine in den Box, die würde nicht fressen, die würde total aufgeregt sein. Aber wenn die Halbwüchsen, Geschwister oder Halbgeschwister da sind, dann sind die entspannt. Wenn wir jetzt kleiner sind, dann haben die total große Klappe, weil die uns dann überlegen sind. Komm mal her, Bianca, komm mal her. Ja. Das würden sie jetzt nicht machen, wenn wir jetzt aufrechten Gang vor ihnen stehen, weil wir dann so riesig würden. Riecht sie, das ist für sie schön erledigt. Ich möchte sie nicht streicheln, danach kannst du nicht die Hand hier brauchen. Das riecht bis zum Armbrot. Die ist so fettig, die Haut. Ihre Hände brauchen die Pfleger noch. Eine Station liegt noch vor ihnen. Ganz entspannt grasen können diese Vicunias. Für sie gibt es keinen Reisestress. Sie bleiben hier im Tierpark Berlin. Doch hier im Alpaka-Revier stehen noch einige Tiere aus europäischen Zoos, die in die USA ziehen sollen. Sie stammen aus Zoos in Amsterdam, Tschechien, Frankreich und der Schweiz und wurden im Berliner Tierpark zusammengeführt. Wir wissen nur 2 von Markanten her, wo wir sicher sein können. Wer hier wer ist und woher, kann nur mit Hilfe des implantierten Chips bestimmt werden. Doch wo ist er? Aber lass das nicht weglaufen. Ich weiß nicht. Nee, wenn ich muss zurück in die Box mit meinem Ausschuss, das nicht sein muss. Den machen wir nochmal. Vielleicht den Arm? Das nicht zu identifizierende Tier muss zurück in die Box. Wir haben hier 8 Stuten und 5 davon gehen mit auf diesen Transport. Und die haben theoretisch alle Transponder, die sind aber manchmal schwer abzunehmen. Das ist jetzt ein bisschen unser Problem. In Berlin wird links an der Schulter gechippt. Doch jeder Zoo macht das anders. Und manche Chips können verrutschen. Vielleicht ist auch das Lesegerät defekt. Ja, ich gehe mit der Marke. Geh vorne, weiter vorne. So, okay. Ja, das ist das. Doch auch der zweite Scanner findet nichts. Soll ich auch noch mal zurückstellen? Wir müssen weitermachen. Dieses Vicunia muss noch einmal in die Warteschleife. Sein Personalausweis wurde nicht gefunden. Jetzt hilft nur noch das Ausschlussverfahren. Jeder wird noch mal gescannt. Ich
814? 814 ja, habe ich hier. Das Maxi. Oh. Na los, dann komm. Ja, in Hammer. Und endlich wird auch eine erkannt. Es ist eine Schweizerin. Die ist am 9. Oktober 2011 in Zürich geboren. Und die internationale Zuchtbuchnummer ist die 929. Also es ist alles bekannt. Es muss wirklich nur der Chip funktionieren. Wenn sie dann keine doppelte Absicherung haben durch eine Ohrkerbe zum Beispiel, wenn die Technik verhakt, dann haben sie ein kleines Problem, weil sie es hier dann vielleicht nicht mehr zuordnen können. Die Schweizerin darf in die Transportbox und kommt auf die Quarantänestation. Aber Moment, rein und hier bleiben alle Reisekandidaten für 4 Wochen. Bis zu ihrem Abtransport nach Amerika. Die Fracht- und Einreisepapiere sind schon ausgestellt und der Kurator Christian Kern ist zufrieden. Das Blutwerk hat gut funktioniert, das Fangen hat gut funktioniert. Die Tiere stehen jetzt sicher in ihren Boxen in der Quarantäne, von daher sind wir zufrieden. Es gab keine Zwischenfälle, keine Unfälle, alles in Ordnung. Die Vicuñas können nun auch entspannen und bekommen hoffentlich kein Reisefieber. Sonne senkt sich über den Tierpark. Es ist immer noch warm. Zu warm für den Sumatra-Tiger Hafan. Tierpflegerin Angelika Berkling weiß, was den Kater erfreuen würde. Eieiei, wa? Das ist ja was Spannendes. So, Hafan, guck mal. Oh. Achtung. Es regnet. Na, trau dich, mein Freund, trau dich. Oh, das ist schön, wa? Oh. Sumatra-Tiger sind nicht wasserscheu und sogar sehr gute Schwimmer. Na, du alter Badematz. Ja, siehste, das ist schön, wa? Jetzt bist du hübsch. Alte Schlammkatze. Was er total witzig findet, ist wirklich, wenn man ihn eben bei so einem warmen Wetter eben mit ein bisschen mit dem Wasser abspritzt. Der hat überhaupt keine Angst, sondern der genießt es total. Warum sich bücken, wenn es auch bequemer geht? Das Schlaraffenland, wenn jetzt noch die Taube angeflogen käme, würde er so auch gleich noch nehmen. Ja, freuen. Hafan gehört zu den letzten seiner Art. Nur noch etwa 400 Tiere leben auf der indonesischen Insel Sumatra. Der tropische Regen jetzt bildet da sich ein, er ist wieder in seiner Heimat. Er kommt ja aus Indonesien und in Indonesien, da sind eben extreme Regenfälle ja auch immer. Und wahrscheinlich kennt er das einfach und findet also sehr in Ordnung, wenn mal so ein tropischer Regen runterkommt. So lässt sich die Raubkatze den Feierabend gefallen. Feierabendstimmung auch bei den asiatischen Wasserbüffeln. Fabel, komm her. Der Stall ist bereit. Die alte Lisa nähert sich auch schon. Und das sind sehr schlechte Einsteiger. Die müssen immer trödeln. Also die brauchen immer sehr viel Zeit. So drüben bei den Zebus und so, da macht man die Tür auf und zählt man bis 5 und dann sind alle Tiere drin. Die müssen hier immer irgendwie rumfummeln. Die friedlichen Riesen lassen ihren Pfleger warten. Komm her. Du bist doch eigentlich ein Lieber, ne? Nur ihm zu schwer. Ja, komm her. Komm her. Lisa, komm du mal wenigstens her. Lisa, komm. Komm, meine Gute. Ja. Du willst ja ins Bett. Komm, meine Gute. Komm, komm, ab. Komm, ab. Oma Lisa, die älteste Kuh der Herde, komm. Lässt sich überreden. Wenn ein verliebtes Pärchen nicht möchte, wa?
Oh, meine Oma möchte ins Bett. Links rum. Kennst den Weg? Kennst den Weg? Ja. Opa. Nicht so hektisch, du fällst wieder hin. So. Komm gleich zu dir, hol noch lecker Futter. Und für lecker Futter zeigt Lisa auch noch einen tollen Trick. Siehst du wohl, alles schön. Haben wir dich vor den Bullen gerettet? Noch mehr? Die anderen haben inzwischen einen taktischen Fehler begangen und sind ins Vorgehege gelaufen. So. Okay. Jetzt haben wir euch eine Falle. Das ist so gut wie im Stall. Langsam, 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 langsam. Nun kann es gar nicht schnell genug gehen. So seid so nett. Geh rein, komm, Rosa. Wenn du gehst, gehen die anderen auch, komm. Zack, nicht so stürmisch. Gut. Nur Pavel wartet noch auf eine extra Einladung. Na, mein Guter, nicht so drängeln. Nicht so drängeln. Na. Die Tür geht immer noch da auf. Genau, komm. Ab in den Stall. Ab in den Stall. Wo geht es hin? Das weißt du. Es bleibt nur noch eine Möglichkeit für Pavel. Also ich mag ihn sehr, ne? Ja, wir sind Kumpels. Der gute Pavel. Gute Nacht, ne, mein Guter.